Herzlich willkommen in Dalaran. Nein, natürlich nicht. Wir sind in VRChat. Aber heute ist das Thema mal World of Warcraft. Wir möchten nämlich gucken, oder ich möchte mal gucken, wie gut diese Welten nachgebaut sind. Und ich raste jetzt schon aus. Guckt euch Dalaran an. Guckt euch diesen Greif an. Oh mein Gott, es ist richtig heftig. Für alle, die VR-Chat noch nicht ausprobiert haben, macht es. Nehmt ein Thema, wie jetzt World of Warcraft, Herr der Ringe. Ich wette, da gibt es auch mega tolle Welten. Aber wir sind jetzt halt, stopp. Wir sind jetzt im Thema World of Warcraft. Und wir gucken uns jetzt einfach mal ein bisschen Dalaran an. Es ist so krass, Leute. Ich bin so geflasht. Wie kann man sowas nachbauen? Ein Mensch. Hi. Hallo. Einfach mal der Mensch, wie der nachgebaut wurde. Wer macht sowas? Wer kann sowas? Alter, jetzt möchte ich WoW spielen. Ich möchte ein Druide sein und mich verwandeln. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch diese Stadt an. Es ist nicht krass. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, bei manchen Welten habe ich einfach das Gefühl, dass mein Field of View noch größer ist wie sonst. Kann das sein? Oder ist es nur, oh Gott, ich weiß nicht, rechts oder links? Oder ist es, wir gucken, oder ist es nur Einbildung? So, ein Satz nach dem anderen zu Ende reden, sonst wird es problematisch zum Zuhören. Ja, krass, guckt euch den mal hier an. Was hat er für ein Shirt an? Ein Katzenshirt. Nee, Katzenshirt. krass, 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 krass. Guckt euch das an. Guckt euch. Oh Gott, ich raste aus. Ich weiß gar nicht, wo genau ich hin soll. Hallo, Ork. Hallöchen. Du bist aber hübsch. Darf ich kurz da rein? Bitte töte mich nicht. Auch wenn ich Allianz bin. Töte mich nicht. Guckt mal. Ey, nein, krass. Ich raste aus. Ich raste aus, wie groß diese Welt einfach ist. Hi. Na, was gibt's zu besprechen? Geil. Darf ich mitessen? Ist okay? Ja? Sind wir Freunde? Geil. Ich raste aus, ich raste so aus. Ha! Hä, gibt's hier gar keine Feinde? Sind wir alle Freunde miteinander? Hi, Hallöchen. Oh mein Gott, wie cool die das einfach nachgebaut haben. Ich raste aus. Ich raste aus, ich raste aus. Cool wäre noch, wenn man sowas hier aufheben könnte. Oh, kann man. Geil. Danke für das große rosa Bier. Wow. Es ist so gigantisch, Leute. Es ist einfach krass. Heftig. Ich komme aus dem Staunen hier nicht raus. Wie kann man sowas bauen? Waren es vielleicht sogar die WoW-Entwickler selber, die das nachgebaut haben? Nur so könnte ich mir das erklären. Das ist so. Oder sie haben tatsächlich ganz vieles geklaut. Da gibt es noch andere Welten. Oh, eigentlich müssen wir fast von diesem Entwickler hier. Warte mal, wie heißt die Welt überhaupt? Das muss ich für euch festhalten und für mich. World. Wo bin ich denn jetzt gerade? Wo bin ich denn gerade? Wo bin ich denn gerade? Ach. Immer dieses VR-Chat, was ich immer wieder gucken muss. Gucken muss. Ah, nee, da steht's ja. Oh, Leute. Da stand's doch. Dalaran, World of Warcraft. Simpel zu merken. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich möchte jetzt einmal hier hochgehen. Zaubertränke. Die Lehre in Alchemie. Oder so.
Krass, krass, krass. Sogar die Fensterscheiben, ey. Alter, ich raste aus. Und die Lampen, die Lampe. Guckt euch die Lampe an. Nee, das ist zu viel für mich. Ich kann nicht mehr. Alter Schädel. So, ich möchte jetzt einmal noch hier hoch, auf jeden Fall. Okay, die Treppen steigen hier ist nicht so angenehm. Okay, hier ist. Oh, hier ist doch noch was. Hallöchen. Keine hier? Keiner zu Hause? Alter, ich raste aus. Richtig cool, diese Welt. Ich wollte eigentlich mehrere Welten angucken, aber ich merke schon, ich könnte schon einfach nur 2 Stunden in dieser Welt hier drin sein. Alter, guckt euch das an. Guckt euch das an. Krass, ich. Wow. Ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß. Oh, ein Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum? Ist bei den Weihnachten? Bisschen früh. Da kommen wir wieder in Weihnachtsstimmung. Genau, so ein Video hatte ich auch schon mal. Thema Weihnachten. Könnt ihr auch angucken. Das sind für Leute, die nicht gern in Weihnachtsstimmung sind. Müssen wirklich in so W in so WoW-Welten gehen. Nein, natürlich in Weihnachtswelten gehen in VR-Chat. Und dann kommt ihr ganz schnell in Weihnachtsstimmung. Glaubt mir, das ist. Alter, das ist. Das ist echt der Wahnsinn. Sogar mit den Treppen nach unten. Wie lange hat man bitte schon für diese Welt gebraucht? Jetzt mal ganz ehrlich. Wow. Ich bin sowas von begeistert. Hallöchen. Oh, jetzt bin ich im Wolf drin. Krass. Krass, krass, krass. Ja, Bier trinken. Ah, oh nein, ich kann mich hinsetzen. Und? Kein Bier trinken. Schade. Ah, Leute. Ich glaube, ich muss jetzt noch in eine andere Welt gehen. Das Video wird sonst einfach wieder zu lange. Aber ihr wisst jetzt Bescheid. Dalaran. Guckt euch das an. Guckt es euch an. Verdammt nochmal. Guckt es euch an. Oh, du bist betrunken. Du solltest vielleicht nicht. Uiuiui, guck sie an dir. Okay, nächste Welt. Go! Lass es Winter sein. Lass es Winter sein. Sturmwind im Winter. Wir gehen jetzt in Sturmwind rein. Oh, das ist Winter. Oh mein Gott, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich gar nicht mehr. Okay, die haben auf jeden Fall World of Warcraft hier schon mal vermerkt. Gut, vielleicht haben die das tatsächlich einfach alles ein bisschen geklaut und dann hier reingestellt und ein bisschen bearbeitet. Aber scheiß drauf. Leute, guckt euch. Ich raste aus. Sturmwind im Winter. Mit dem See. Ich muss da rein. Okay. Ich kann nicht rein, weil es gefroren ist. Ha. Naja, immerhin authentisch. Wenn ich jetzt noch auf einem Drachen fliegen könnte, dann wäre mein Traum erfüllt. Wäre mein Traum erfüllt, dann ist es wirklich fast wie WoW. Ach, bitte, bitte macht einmal so ein Spiel für VR. Bitte, wie geil das einfach wäre. Leute, wie geil das wäre. Stellt euch hier vor, jetzt, ihr werdet ein Druide. Sorry, ich liebe Druide, deswegen werde ich Druide noch mehrmals erwähnen. Oder ihr reitet einfach am Drachen hier. Oh mein Gott. Wow. Es ist so abgespaced, ey, Leute. Warte mal, wo ist das Auktionshaus? Da hinten. Gehen wir mal ins Auktionshaus. Obwohl, was gibt es hier noch Schönes? Was gibt es hier noch Schönes? Es ist so krass, dass man einfach überall reingehen kann und sich die Sachen angucken, so wie in echt. Ich glaube, hier konnte man sich eine Gilde gründen. War das nicht so? War das noch so?
Ich habe schon ewig, ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Aber es hat mich trotzdem, dieses Spiel hat mich geflasht. Jahrelang. Und dann wurde ich erwachsen. Und musste arbeiten gehen. Hallo, Auktionhaus, ich hätte gern dieses... Sind wir schon im Auktionhaus oder ist das die Bank? Das ist das Auktionshaus. Ja, und das hier ist die Bank, oder? Ja. Und da auf diesem Brunnen bin ich immer raufgehüpft. Und das hat man nicht... Das musste man so ein bisschen tricky machen, so wie jetzt. Ha, da war man da oben. Also zur Classic-Zeit, ne? Ja, guck mal, die Bank, krass. Richtig geil. Man kann sogar da rein. Man kann sogar da rein. Ich weiß, da ist okay. Ist hier was hier? Wow. Ey, nein, echt. Ey, das ist so gigantisch. Gigantisch, Leute. Es ist einfach. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich muss jetzt auch schon wieder weitergehen, weil das Video wird zu lang. Obwohl, ich will einmal noch hier hinten hin. Ich will gucken, ob die das auch gemacht haben mit der Brücke und so und dem Wasser. Aber bestimmt. Sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht. Ich glaub das nicht. Wow. Also seht ihr, Leute, eigentlich ist es schon fertig. Da raus kann man doch ein Spiel basteln. Ich würde es World of Warcraft nennen. Gut bin ich, ne? Leute, Leute, gut bin ich. Gut bin ich. Raste aus. Es hört nicht auf. Wow. Oh, ich habe echt Gänsehaut. Das glaubt ihr nicht. Pures Gänsehaut. Lade andere ein zu VR-Chat. Nein! Jetzt nicht! Ach, wie schön. Wie schön. Wie schön. Hier wieder ein paar Tränke, Mana. Okay, das... Okay, okay, okay. Nicht hinter die Texturen gucken. Das... Naja. Oh, egal. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich verzeihe das denen. Ich verzeihe es, weil... Es kommt auf das Gesamtbild drauf an. Und das Gesamtbild ist einfach... Mega. Sind das für Riesen... Riesenschneeflocken. Oh krass, hier musste ich immer hoch. Da war doch was mit den Druiden. Aber ich habe so lange nicht mehr gezogen. Aber ich weiß, dass ich immer den Weg hier hoch musste. Und durchs Portal. Ich glaube, das war das. Ich musste hier durch ein Portal oder so. Das ist auf jeden Fall in meinen Erinnerungen drin. Ja, Portal, sag ich doch. Krass. Dass ich das noch wusste, du. Oh. Oh, es ist auch wirklich ein Portal. Heftig, das ist ein richtiges Portal. Die haben ein richtiges Portal aus dem Portal gemacht. Wie geil ist das denn, Leute? Wow. Ich bin so begeistert davon. Wirklich, ich bin... Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, Leute, Leute, Leute. Sowas von cool. Deswegen VR-Chat. Oh, guck, da ist wieder Dalaran. Weil sowas Geiles kann man nur hier machen. Ja, eigentlich wollten wir hier auch hin. Gut, wir gehen jetzt mal hier hin. Ich glaube, das war die Hordi-Gegend. Hier kenne ich mich nicht so aus. Aber irgendwie erinnert. Oh, guck mal, ja klar. Die Orks, logisch. Alter Schäde. Hallöchen, die Dame. Hallöchen, der Herr. Na, heute noch nicht gegessen? Ah, die wollte vergessen. Wow, auch das haben die cool nachgemacht. Ich war zwar nicht sehr oft hier, aber es ist so geil. Es ist einfach... Huch. Wie krass kann ich denn eigentlich springen, Leute? Hier gibt es Rezepte oder was? Nicht schlecht. Ah, ich finde es so geil, dass man einfach überall rein kann. Also wir gehen jetzt da nochmal rechts rein und dann gehen wir... Oh, und dann da hoch gehen wir auch noch. Und hier ist wieder Aktionshaus oder was? Hallöchen.
Oh Gott, da sind die bösen Jungs hier. Die ganz bösen, da müssen wir aufpassen. Eigentlich sehen die mich nicht. Sonst würden sie mich sicher töten. Also, Plan, erst hier rein und dann gehen wir hier hoch. Dann gehen wir hier hoch, dann gehen wir hier hoch. Ach, man kann einfach nicht alles angucken. Mein Gott, das ist... Ich will überall rein. Ehrlich gesagt, möchte ich... Okay, man kommt hier nicht so weit. Okay, das ist gut. Oder kommt man doch weit? Man kommt doch weit. Was ist das? Join the battle today. Was ist das jetzt? Achso, hier kann man mitgucken oder was? Krass, ich glaube, hier könnte man zugucken, wie die zocken oder was? Bin leider kein Game Master, aber das ist ja auch geil. Das ist ja auch cool, ey. Wie geil, man macht sich eine Welt. Man macht sich eine WoW-Welt zum Zugucken, wie andere Leute WoW spielen. Hammer. Hammer. Hammer, Leute. Und der guckt mich an. Okay. Ja, wieso kann man eigentlich keine Avatare hier wählen? Das wäre ja mal cool, so eine Elfe zu sein. Aber es ist halt echt die Welt, die sie nachgebaut haben und kein anderer. Oh, ich möchte hier hoch. Ich möchte zuerst noch hier hoch. Das machen wir noch. Einmal hier hoch und dann gehen wir rechts. Und dann, oh Gott, muss ich doch andere Welten anschauen. Dass die das so krass ja, ausgefüllt haben. Ich dachte zuerst, dass es vielleicht so kleine Welten sind oder wirklich nur so ganz kleine Mini-Ecken von WoW. Aber Alter, die haben einfach das wirklich originalgetreu nachgebaut. Guck mal, da kommt man raus. Ich raste aus. Ich raste aus. Das hört nicht auf, diese Welt. Das ist ja nicht wahr, oder? Krass. Wie weit geht denn das? Und ich kann mich einfach nicht entscheiden, wohin ich will. Es ist einfach zu brutal. Ich möchte einmal zu diesem Leuchtding. Weil mich Leuchtding einmal sprechen die. Cool. Oh, guck mal, ein kleiner Tiger. Was ist hier? Cool. Okay, weiter geht's. Nicht so viel Zeit hier vertrödeln. Wow, ich möchte auch gerne über die Brücke. Hier kann man über die Brücke. Müsste ich aber irgendwo hoch. Nur die Frage, wie kommt man hier hoch? Ich kann nicht fliegen. Ich habe kein Reittier. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ich möchte Ufer auf die Brücke will ich. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, es geht nicht. Na gut, dann gehen wir hier mal weiter. Was für eine geile Welt. Wow. Ich meine, Dalaran fand ich auch richtig geil. Stormwind auch. Stormwind ist halt der Klassiker, ne? Okay. Hört es hier auf, die Welt? Ich glaube, hier... Ja, hier hört das auch. Okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wow. Schnell, die nächste Welt. Oh mein Gott, auch das ist so cool. Also Leute, für jeden WoW-Fan, ihr müsst das ausprobieren, wirklich. Dann seid ihr mal quasi in dem Spiel drin. Es ist so krass. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich... Ich glaube, die Welt hier kenne ich überhaupt nicht. Deswegen kann ich auch gerade nicht so sagen, ob das getreu nachgemacht ist. Gott, mein Schatten sieht ja auch gruselig aus. Ui! Wow, ich habe so Gänsehaut, wirklich. Jetzt schaudert mir die ganze... Jetzt habe ich gerade gedacht, hä, ich habe doch den Ärmel hochgezogen. Wieso ist er noch da? Oh mein Gott.
gruselig, wenn man schon denkt, man ist hier drin. Und da merkt man so, hey, nee, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit meinem Kopf ganz so gar nicht, Leute. Einfach nur ein bisschen dumm hier im Kopf. Aber ist okay. Krass. Schade, dass man nicht schwimmen kann. Kleiner Kritikpunkt. Ich möchte gerne ins Wasser. Wow, oh mein Gott. Auch wenn man jetzt nicht wüsste, dass es WoW ist, es ist trotzdem eine geile Welt. Es ist eine andere geile Welt. Es ist. Und auch die Musik. Oh, yeah. Geil. Geil. Wow. Einfach so Riesenpilze, ey. Ach, krass. Riesenpilzchen. Riesenpilzchen. Oh mein Gott, ich gehe jetzt einfach da durch. Ich liebe so Welten zu bummeln. Das macht so Spaß in mir, Chat. Das ist einfach. Einfach Entspannung pur. Entspannung. Ich könnte mich hier noch hier hinlegen und. Wow. Oh, oh, Totenköpfe. Vielleicht lege ich mich doch nicht hier hin. So, einmal möchte ich noch darüber. Falls es geht. Ich möchte gerne auf so einen. Fels? Ist es ein Fels? Ja, es ist ein Fels. Wahrscheinlich komme ich gar nicht rüber. Aber. Nee, da kommt. Hä? Komme ich da hin? Das. Das wird ja mal abgespaced da hier. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das so genau in WoW aussieht. Aber wenn ja, krass. Aber wenn nicht, oh egal. Es ist gerade eine richtig geile Welt, ey. Wunderschön. Guck mal, hier könnte zum Beispiel, könnte man meditieren. Ganz ruhig. Und sucht sich eine schöne Stelle hier in dieser Welt. Ist alleine, kann in sich gehen. Oh, oder auch nicht. Vielleicht doch nicht so ein guter Ort zu meditieren. Upsla, jetzt bin ich unter der Welt. Na gut, das haben wir ein bisschen verkackt. Vielleicht. Eigentlich könnte man auch mal einen Stream daraus machen. Ich weiß auch gerade gar nicht, was das ist. Das ist alles vom Neuen. Ich habe ja nur bis Burning Crusade gespielt und dann war vorbei. Krass, aber es sieht geil aus. Es war nicht viel los hier. Aber ist auch ganz cool. Vielleicht ist sie auch noch nicht fertig, kann sein. Oder er wollte einfach nur das hier nachbauen. Ich wette schon, für das hier hat er richtig lange gebraucht. Das ist so cool. Ich bin so begeistert davon. Ich. Wow. Geil, ich möchte hier raus. Ich möchte hier raus. Lass mich bitte. Nein, da kann ich hier raus. Ich hab's irgendwie gehört. Ach, schade. Naja, nächste Welt. Es gibt noch so viele. Es gibt noch so viele. Leute, es gibt noch unendlich viele. Man sieht auf jeden Fall gleich, dass das wer anders gebaut hat. Aber es ist nicht schlecht. Es ist auch cool. Es ist ein bisschen leerer und die Texturen sind ein bisschen anders. Aber es ist trotzdem mega cool. Boah, Alter.
Hut ab für diese Arbeit hier, echt. Es wäre ja cool, wenn sie das noch weiter ausbauen würden. Weil es sieht dann noch so ein bisschen leer aus hier. Und das ist so schade, weil man so geil anfängt hier. Kann man hier ins Wasser? Pluspunkt! Man kann hier ins Wasser! Und die Fischis sind tot oder so. Krass. Aber man kann hier ins Wasser. Das finde ich schon mal sehr gut. Das finde ich schon mal cool hier. Ja, ist auch cool gemacht. Bisschen klein hier. Wir gehen jetzt mal da hoch. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken. Ich probiere ja immer hier alles gern aus, bis wohin man kommt. Man kommt sehr weit hoch. Das hätte ich nicht gedacht. Sogar hier noch eine Fackel. Sehr gut. Noch eine weitere Fackel. Boah, ich habe echt das Gefühl, dass ich so hoch laufe. Das ist krass. Krass. Das ist schon wieder cool, ne? Dass es nicht einfach aufhört, sondern es geht einfach weiter. Ist man doch immer mit dem Schiff vorbeigefahren. Und hinter... Wow, unten ist die... Nee, warte, das war nicht hier mit dem Schiff, oder? Aber auf jeden Fall. Krass, geht das einfach mega krass weiter. Ich raste aus. Ach, ist das cool, Leute. Ist das cool. Jetzt hatte ich gerade ein bisschen das Gefühl, dass ich sterbe, wenn ich zu weit runterspringe. Ach, wie das Hirn einfach einem alles hier vortäuscht. Ich dachte wirklich gar kurzzeitig, dass ich wirklich in WoW bin. Heftig. Und das alleine heißt, dass die Welt richtig gut gemacht ist. Ich raste aus. Geil. Ich find's geil, es ist nicht einfach fertig. Wir haben hier noch ein bisschen weitergebaut. Und die Sonne, die ist so heiß. Okay, hier ist wahrscheinlich jetzt zu Ende. Yep, hier ist zu Ende. Aber nicht schlecht. Krass. Es ist Nacht. Sag mal, cool. Es ist cool, dass ich das gewählt habe. So sieht man auch WoW mal in der Nacht. Finde ich geil. Hier sogar sieht man das Feuer richtig. Kann man noch mitessen, was noch übrig ist. Schön. Und ich habe schon wieder Gänsehaut. Ich glaube, das ist das Spiel, wo ich am meisten Gänsehaut bekomme. Ich weiß leider auch nicht mehr so genau, was das für eine Welt hier war. Es kommt mir schon bekannt vor, aber da fehlt, glaube ich, noch einiges. Das ist alles so unbewohnt. Oh, Entschuldigung, es ist Nacht. Da denkt auch mein Gehirn gleich Schlafenszeit. Nein, nicht Schlafenszeit. 2 Monde, ist das so? Stimmt das? An WoW-Kenner. Gibt's hier 2 Monde, wenn man hier hochguckt? Das wäre ja mal cool. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Achso, da kann man wieder Spiegel einschalten. Okay. Dann schaffen wir noch eine Welt. Wir schaffen noch eine Welt, weil die klein war. Wir machen noch eine. Ist schon wieder dunkel. Oh, wow. Krass. Ja, das ist vor Stormwind. Eindeutig. Da konnte man sich ein Pet holen. Die Katzenpets, ich weiß das noch. Ja, irgendwo hier konnte man Kätzchen holen. Das waren die ersten Pets in WoW. Katzen. Und Hühner. Und so. Aber ich hatte Kätzchen als erstes.
Und was es jetzt alles hier gibt als Pet, ist schon krass. Oh. Wo bin ich jetzt? Einfach mal blindlings auf einen Schalter drücken. Kacke, wo bin ich jetzt hier gelandet? Bin ich jetzt in einem Dungeon? Oh mein Gott, wie cool wäre das denn? Aber da wollte ich gar nicht hin. Ich möchte eigentlich wieder hoch, scheiße. Was habe ich getan? Wo bin ich? Komme ich hier wieder raus? Man weiß es nicht. Ich glaube, hier komme ich. Komme ich hier wieder raus? Ich möchte wieder raus. Entschuldigung? Ich möchte wieder raus. Ich möchte wieder rauf in die Welt. Ihr wolltet doch die Welt angucken. Oh no. No, Leute, no. Ich verstehe nicht, warum ich wieder hier da unten bin. Mist. Ich möchte echt wieder hoch. Bitte wieder hoch. Okay. Was ziehen wir daraus? Welche Lehre? Nicht einfach auf einen Schalter drücken, wenn man nicht weiß, wohin er führt. Oder was er bezweckt. Ich hoffe, dass ich hier wieder rauskomme. Scheiße. Ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Doch. Doch, 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 doch. Nein, wo bin ich denn? So eine Kacke aber auch. Krass, wo bin ich hier? Oh, oh, oh. Ich glaube... Oder ich versuche mal, weil ich da rechts noch irgendwas gesehen habe. Wir gucken mal, was hier rechts war. Hier. Vielleicht kommt man hier wieder zurück. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ein Versuch ist es wert, oder? Nee, okay, wir haben uns total verkackt hier. Okay, wir rejoinen hier die Welt. Go. Okay, okay. Also, nicht einfach auf Schalter drücken. Denn ich wollte... hier mal noch rein. Geil, da oben war doch ein... Da oben war ein Bett, oder? Da war doch so ein Hotel-Ding. Ja, ich wusste es. Richtig cool, ey. Alter. Wer hat das die Welt gemacht? Miguel. Miguel, du bist echt WoW-Fan. Das merkt man so. Deine Welten sind auch echt am krassesten. Das muss man einfach mal sagen. Vielleicht sind die auch zusammenhängend. Weil er hatte ja Portale gehabt. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Ich gehe mal hier hoch. Ach, das ist so cool. Das ist einfach Miguel. Miguel! Ich lobe dich. Mega geil. Mega, mega, mega. Alles hier detailgetreu. Ist das eine Fliege? Nee, das war keine Fliege, das war irgendwie ein Fleck. Ist das nicht cool? Also, ich finde sowas richtig cool. Ich weiß, ich habe das schon 10.000 Mal gesagt, aber... Uiuiui, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Es ist... Eigentlich wollte ich rechts hin, aber ich möchte auch... Oh, ich komme da gar nicht rein. Ich komme doch hier rein. Das ist so krass. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und ich erinnere mich auch, dass ich mich in WoW tatsächlich immer orientierungslos war, mich verirrt habe. Und das ist hier nicht anders. Ich glaube, weil ich immer alle so Wege so cool finde und gern überall hin will und mich nicht entscheiden kann. Ich glaube, hier ist die Welt zu Ende. Gott sei Dank. Lass die Welt hier. Ja, ja, ja. Aber hier geht's weiter. Na gut, weil ich jetzt noch einmal hier links will, muss ich nochmals zurück. Das ist schon anstrengend, Leute, wenn man einfach sich nie entscheiden kann, wo ich möchte. Ui. Man sich nie entscheiden kann, welchen Weg man einschlagen soll.
Dann ist man planlos. Dann ist man planlos in der Welt. Oh, wir müssen da hoch. Wir müssen unbedingt da hoch. Oh, wir können nicht da hoch. Nein, wir können nicht da hoch. Die Treppe ist kaputt. Die Treppe ist kaputt. Ich wäre so gerne hier da hochgegangen. Na gut, dann gehen wir eben. Hier längs ist aber auch nichts mehr. Okay, hier ist auch vorbei. Hier ist auch vorbei. Vorbei, die Welt hört hier auf. Oh Leute, es ist krass, oder? Also ich sage euch nur, WoW-Fans, ihr müsst euch das angucken. Besonders Dalaran, guckt euch das an, wirklich, guckt es euch an. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß dabei und wir sehen uns auf jeden Fall in einem nächsten Video.